Hallo und herzlich willkommen zu Bibellesen leicht gemacht, einer weiteren Folge, in der wir uns damit beschäftigen wollen, wie wir die Bibel so lesen können, dass sie für uns im Alltag praktischen Gewinn hat. Dass wir durch das Bibellesen ein verändertes Leben bekommen können und erkennen können, was Gottes Plan für unser Leben ist. Wir haben in der letzten Folge etabliert, dass die Bibel von sich selbst sagt, dass sie die Wahrheit ist. Und das hat einige Konsequenzen, nämlich die Art und Weise, wie wir an die Bibel herangehen, wird eine andere sein, wenn ich fest davon überzeugt bin, dass die Bibel die Wahrheit ist und nicht einfach nur einige wahre Stellen enthält. Wenn die Bibel die Wahrheit ist, dann ist sie ein sicheres Fundament, eine klare Grundlage für alle meine Entscheidungen und ein absolut vertrauenswürdiger Führer, selbst in schwierigen Fragen des Lebens. Wir haben das letzte Mal unsere Betrachtung begonnen, indem wir mit Johannes 17 anfingen. Es hieß hier in Johannes 17, Vers 17, Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und dann haben wir einige Definitionen von Wahrheit angeschaut, haben festgestellt, dass Jesus Christus auch die Wahrheit genannt wird, auch der Heilige Geist wird die Wahrheit genannt in 1. Johannes 5, Vers 6. Auch Gottes Wirken in der Geschichte, in der Natur ist die Wahrheit und seine Bestimmung, das Gesetz, also ist ebenfalls die Wahrheit. Und all diese Punkte sind Aspekte, die beim Bibellesen von äußerster Wichtigkeit sind. Und wir haben gesehen, dass man nichts, aber absolut gar nichts gegen die Wahrheit objektiv tun kann. Subjektiv sicherlich kann man sich gegen die Wahrheit stellen, aber objektiv kann der Wahrheit nicht geschadet werden. Die einzige Frage ist, wie stelle ich mich, wie stellen Sie sich zur Wahrheit? Und wir haben gesehen, dass jeder Mensch, wenn er dann möchte, zur Wahrheit kommen kann, dass Gott will, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, aber dass viele Menschen immer lernen und nicht dazu kommen können, weil sie einfach durch Sünde und durch Unwilligkeit Gott zu gehorchen, sich von der Wahrheit selbst trennen. Wir haben dann gesehen, dass nur durch Gehorsam gegen die Wahrheit wir unsere Seelen reinigen können. In 1. Petrus 1, Vers 22 bis 24. Das Wort Gottes ist ewig und durch den Gehorsam gegen dieses Wort reinigt sich etwas in unserem Denken. Diesen Gedanken wollen wir heute aufgreifen. Johannes 17, Vers 17 sagt ja, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Mit anderen Worten, heilige sie durch das Wort. Wir wollen uns heute die Frage stellen, welchen Einfluss hat das Wort Gottes direkt auf mein Leben? Die Bibel sagt hier, dass sie mich heiligt, die Bibel. Nun, dieses Wort heilig sein ist etwas aus der Mode gekommen sozusagen. Mit Heiligen verbinden wir heute Menschen, die irgendwie im Himmel schweben und gute Taten getan haben, obwohl das ganz und gar nichts mit der Bibel zu tun hat. Heilig zu sein ist zunächst einmal die Eigenschaft Gottes. Nur von Gott wird gesagt, dass er heilig, heilig, heilig ist. Aber dann wird auch gesagt, dass alles, was mit Gott in Berührung kommt, was ihm nahe kommt, was ihm gehört, ebenfalls heilig ist oder hochheilig. So werden Priester heilig, so werden Gebäude, Tempel heilig, so wird ein Zelt heilig, die Stiftshütte in der Wüste, so ist ein Ort, der Dornenbusch, der brennt bei Mose, heilig, weil Gott in der Nähe ist. Und so können Sie und so kann ich heilig werden durch die Nähe zu Gott. Und wenn das Wort Gottes Kommunikation an uns ist, wie wir bereits studiert haben, dann kommt uns ja sozusagen Gott sehr nahe in seinem Wort. Wenn wir die Bibel lesen mit einem offenen Herzen und mit diesem Gedanken, dann setzen wir uns sozusagen der Nähe Gottes aus. Gott ist sozusagen greifbar für uns. Er ist hörbar, er ist lesbar. Sichtbar, sozusagen. Und die Bibel sagt, dass das uns heiligt. Nun, wie genau geschieht das? Es gibt in der Bibel ein Prinzip, das für das Lesen der Bibel von so überwältigender Bedeutung ist, dass wir heute uns damit eingehender beschäftigen wollen. In Judas Vers 5, Judas ist ja ein Buch der Bibel, das nur ein Kapitel enthält, in Judas Vers 5, da sagt der Schreiber Judas,
eine Formulierung, die uns zunächst unwichtig erscheinen mag. Er sagt nämlich, ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst. Und dann fährt er mit dem fort, was er eigentlich an Inhalt sagen möchte. Aber diese Formulierung hat es in sich. Er sagt, ich will euch an etwas erinnern, was ihr bereits wisst. Nun, wir würden das als Zeit- und Papierverschwendung betrachten heutzutage. Etwas noch einmal zu sagen, obwohl der Hörer, der Leser es bereits eindeutig weiß. Aber Judas sagt, ich will euch daran erinnern, obgleich ihr dies schon wisst. Der Judas sah es offensichtlich als notwendig an, obwohl die Gläubigen etwas wussten, es ihnen wieder in das Gedächtnis zurückzurufen. Das gleiche Prinzip findet sich in 2. Petrus 1, Vers 12. 2. Petrus 1 und dort Vers 12. Da sagt der Petrus nun, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Petrus sagt, ich weiß, dass ihr diese Dinge kennt und dass ihr in dieser Wahrheit fest gegründet seid. Mit anderen Worten, die Personen, zu denen er schreibt, kennen die Wahrheit, die sind in der Wahrheit gegründet, glauben die Wahrheit und handeln so, dass sie die Wahrheit auch in ihrem Leben erlebt haben. Und er sagt, ich will euch trotzdem daran wiederum erinnern. Aus irgendeinem Grund haben es die biblischen Schreiber für nötig erachtet, immer wieder die gleichen Dinge zu sagen. Immer wieder bestimmte Dinge zu wiederholen. Obwohl die Leser, die Hörer eigentlich die Wahrheit bereits kannten. Es scheint etwas an der Wahrheit zu sein, was tiefer geht als nur die Erkenntnis, dass es wahr ist. Wenn es nur darum ginge, zu erkennen, dass eine bestimmte Lehre, eine bestimmte Idee wahr ist, würde es da nicht ausreichen, dass man sie einmal erkennt, dass man sie einmal durchdenkt und dann weiß, was man gedacht hat? Die biblischen Schreiber haben das anders gesehen. Sie haben es für nötig erachtet, immer wieder das Gleiche zu wiederholen, weil sie haben ein Gesetz erkannt, das wir nur zu selten erkennen. Die Wahrheit hat nur dann einen Einfluss auf unser Denken, wenn sie unsere ständige Aufmerksamkeit hat. Lassen Sie mich das anders formulieren. Nur wenn ich ständig über die Wahrheit nachdenke, kann sie mich auch fortdauernd verändern. Wahrheit hat nur Einfluss so lange, wie ich ihr die Aufmerksamkeit widme, die sie braucht. Mit anderen Worten, eine Wahrheit, die ich als wahr erkenne, nur als Punkt sozusagen, ich weiß, dass das richtig ist, aber mich nie damit gedanklich beschäftige und nie darüber nachdenke, hat absolut keinen Einfluss auf mein Denken und Fühlen und Handeln. Die Bibel und das, was die Bibel lehrt, wird nur dann einen Einfluss in unserem Leben haben, wenn wir konstant darüber nachdenken. Ich will euch daran erinnern, obwohl ihr das schon wisst. Das Wissen allein genügt nicht, das Nachdenken darüber, das macht den Unterschied. Das Gleiche hat auch Paulus deutlich gemacht, in 1. Korinther 15 und dort 1 und 2. Er sagt, aber ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Er sagt, das Evangelium habe ich euch verkündigt. Ihr habt es gehört. Dann sagt er weiter, dass ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet. Wenn. Nun halten wir hier kurz an. Paulus sagt, ich habe euch das Evangelium verkündigt. Erstens, die Korinther haben das Evangelium gehört. Zweitens, er sagt, ihr habt es angenommen, das heißt, sie haben es akzeptiert. Und drittens sagt er, indem ihr darin steht. Das heißt, nach wie vor sind sie felsenfest darin gegründet. Sie haben das Evangelium gehört, haben es angenommen und sind dabei geblieben. Wir würden sagen, wunderbar. Man muss nichts mehr für sie tun. Paulus sah das anders. Paulus hat gesagt, obwohl ihr es gehört habt, obwohl ihr es angenommen habt und obwohl ihr immer noch darin steht, werde ich euch wiederum daran erinnern. Erneut. Warum? Er sagt,
Vers 2, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Er sagt, die Bedingung der Errettung ist nicht so sehr etwas zu erkennen, etwas gehört zu haben, etwas zu wissen. Die Bedingung der Errettung ist daran, festzuhalten. Nur das Festhalten an der Wahrheit, die ich einmal erkannt habe, ist auch wirklich Rettung. Er sagt dann weiter, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Und er führte die Idee ein, die sehr ernüchternd ist, aber die sehr heilsam ist, dass es möglich ist, vergeblich geglaubt zu haben, dass es möglich ist, über einen bestimmten Zeitraum felsenfest geglaubt zu haben, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass die Bibel die Wahrheit ist, dass die Bibel ein Licht ist auf meinem Weg, dass die Bibel ein zweischneidiges Schwert ist und was wir alle studiert haben, das täglich Brot, das ich brauche, das felsenfest geglaubt zu haben und dann doch irgendwann später einmal umsonst geglaubt zu haben, weil das nämlich nicht festgehalten wurde. Nur wenn wir festhalten, kann es uns retten. Und das hat unglaublich wichtige Anwendung für das Bibellesen. Warum? Es reicht also nicht einmal, eine Stelle in der Bibel gelesen zu haben und dann zu wissen, was darin steht. Sehen Sie die Anwendung? Eine biblische Geschichte, ein biblischer Vers, eine biblische Idee kann uns nur verändern, wenn wir ständig darüber nachdenken, wenn wir immer wieder das Gleiche lesen. Und viele Menschen würden sagen, das ist doch Zeitverschwendung. Ich habe die Bibel gelesen, jetzt kann ich was anderes lesen. Die Bibel sagt nein. Wenn man sie einmal nur sozusagen von 1. Mose zu Offenbarung 22 durchliest und alles gelesen hat und weiß, was darin steht, dann hat das noch keinen wirklichen Nutzen. Dann hat das noch keine wirkliche Bedeutung. Nur wenn wir immer wieder an das Gleiche erinnert werden und immer wieder uns erinnern, nur dann hat die Bibel eine tatsächliche Wirkung. Und der Grund ist eigentlich sehr einfach und sehr naheliegend. Der Grund ist, wir Menschen sind vergesslich. Und weil Gott weiß, dass wir Menschen vergesslich sind, erinnert er uns immer und immer wieder mit den gleichen Geschichten an das, was ihn betrifft. Haben Sie sich schon einmal gewundert, warum Matthäus und Markus und Lukas im Wesentlichen die gleichen Geschichten in ihren Evangelien erzählen? Dass in den Büchern Könige und Chroniken im Wesentlichen die gleichen Dinge parallel erzählt werden? Dass in vielen Psalmen ein Gedanke immer und immer und immer, immer wiederholt wird? Zum Beispiel Psalm 119, das längste Kapitel der Bibel, sagt im Prinzip nur aus, dass das Gesetz Gottes die Wahrheit ist und befolgt werden muss. In 100.000 verschiedenen Möglichkeiten den gleichen Gedanken zu sagen. Es wird wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Ein ganzes Buch, 5. Buch Mose, letztendlich nur die Wiederholung dessen ist, was Mose in den 4 Kapiteln vorher schon gesagt hat. Immer und immer wieder finden wir durch die ganze Bibel das Prinzip der Wiederholung. Die Prophezeiung Daniels und der Offenbarung sind im Prinzip immer Wiederholungen des gleichen Gedankens, der gleichen Zeitkette, der gleichen Abfolge von Ereignissen. Und in jeder Wiederholung werden neue Details gezeigt, Dinge von einer anderen Perspektive beleuchtet. Aber im Grunde genommen sind es Wiederholungen. Die Bibel versteht besser als wir das Prinzip der Wiederholung. Und wir alle wissen, dass Wiederholung die Mutter aller Weisheit ist. Das heißt, die praktische Konsequenz für uns bedeutet, Bibellesen ist auch dann wichtig, selbst wenn wir die Geschichte schon kennen. Selbst dann, wenn wir das Prinzip, die Idee in der Bibel bereits studiert haben. Sie erneut zu studieren, bringt erneut Nutzen. Und jeder, der das bereits getan hat, weiß, dass man eine Geschichte zum 100. Mal gelesen haben kann. Und beim 101. Mal etwas völlig Neues entdecken kann. Denn die Bibel ist sozusagen unerschöpflich. Sie ist nicht völlig umfassbar sozusagen. Man kann nicht alles herausholen als Mensch. Es bleibt immer noch etwas übrig, was man beim nächsten Mal dann noch entdecken kann. Und dann noch etwas übrig für das nächste Mal. Es lohnt sich also, auch das Gleiche immer wieder zu studieren. Und
Das ist der Gedanke, der uns dazu bringt, warum uns die Bibel heiligt. Mit der Beschäftigung, der andauernden, fortgesetzten Beschäftigung mit der Bibel, ist es möglich, seine Gedanken auf Gott zu richten. Oder wie es Jesus ausdrückt in Johannes 8, Vers 31 und 32. Johannes 8, Vers 31 und 32, wo Jesus diesen berühmten Satz sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Aber zuvor sagt er in Vers 31, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Er sagt nicht, wenn ihr mein Wort annehmt, wenn ihr das Wort hört und sagt, ja, das ist richtig. Das macht noch keinen Jünger aus. Ein wahrer Jünger ist derjenige, der an dem Wort Gottes bleibt. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet was? Die Wahrheit erkennen. Erinnern Sie sich, dass wir beim letzten Mal gesagt haben, Gott will, dass jeder die Wahrheit erkennt. Und wir gleichzeitig gesehen haben, dass es viele Menschen gibt, die immer lernen und nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum? Weil sie vielleicht wie die Athener in Apostelgeschichte 17 immer nur etwas Neues suchen. Eine neue Erkenntnis, ein neues Prinzip und nicht das gute alte, was schon so vielen Menschen geholfen hat. Jesus sagt, wenn ihr in meiner Wahrheit bleibt, so werdet ihr meine Jünger sein. Und dann sagt er weiter, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit hat die Kraft, nicht nur lebendig zu machen, sondern auch frei zu machen. Heiligkeit bedeutet auf gut Deutsch frei von Sünde. Denn Gottes Charakter ist völlig rein. Gott ist sündlos. Sein Charakter ist heilig. Und sein Charakter möchte abfärben auf unseren Charakter. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Können Sie sehen, wie bedeutsam die Bibel dabei ist, Gottes Charakter, Gottes Heiligkeit im eigenen Leben zu erleben? Die Wahrheit wird uns frei machen. Und im weiteren Kontext sagt Jesus ganz eindeutig, ohne jeden Zweifel, dass das, was uns bindet, die Sünde ist. Er sagt in Vers 34, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Aber was macht uns frei? Die Wahrheit. Wann? Wenn wir in der Wahrheit bleiben, wenn wir die Wahrheit erkennen, bei der Wahrheit bleiben. Und immer wieder, und immer wieder, und immer wieder, selbst wenn es uns zunächst einmal das Gleiche erscheint, immer wieder darüber nachdenken. So wie Paulus sagt, ich habe euch das Evangelium verkündigt, ihr habt es angenommen, ihr steht darin, aber ich werde es euch wieder verkündigen. Römer 1, Vers 16 und 17 sagt uns, dass dieses Evangelium eine unfassbare Kraft hat. Römer 1, Vers 16 und 17, wo Paulus diese berühmten Worte sagt, die auch Martin Luther so viel Kraft gegeben haben. Er sagt hier, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Und das Prinzip ist sehr einfach. Aus Glauben zum Glauben, mit anderen Worten, Glaube wächst. Er wird immer tiefer. Wie? Durch ständige Beschäftigung mit dem Gleichen. Manche Menschen mögen sich schämen, immer das Gleiche zu lesen. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht, immer wieder das Gleiche zu lesen. Warum? Es ist die Kraft Gottes. Nichts anderes hat die Kraft, mich frei zu machen von der Sünde, mich heilig zu machen. Deswegen ist die Bibel die oberste Priorität und nichts hat so viel Kraft in meinem Leben wie die Bibel. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Glaube an die Bibel. 2. Korinther 3, Vers 18 sagt das gleiche Prinzip, nur auf eine etwas andere Art und Weise. Und 2. Korinther 3, Vers 18
Da lesen wir: Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit anschauen. Wir haben bereits einmal studiert, dass es hier darum geht, die Bibel zu studieren mit dem Schlüssel Jesus. Wenn wir die Bibel lesen, so wie Jesus die Bibel gelesen hat, wenn wir die Bibel lesen und darin Jesus erkennen, so schauen wir auf die Heiligkeit Gottes, auf die Herrlichkeit. Und jetzt sagt er, wir werden verwandelt in dasselbe Bild. Mit anderen Worten, wenn ich auf Jesus schaue, in der Bibel, werde ich in sein Bild verwandelt. Jesus ist heilig, ich werde heilig. Wie heiligt uns die Bibel? Indem wir Jesus sehen, wie er ist. Und indem wir ihn anschauen, werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Von einem zum nächsten, immer tiefer. Es reicht nicht, eine Herrlichkeit gesehen zu haben. Wir wollen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit. Und wie ist das möglich? Indem wir in seinem Wort bleiben, indem wir immer wieder die Bibel lesen, die gleichen Geschichten immer wieder neu durchdenken, darüber nachdenken. Wenn die biblischen Inhalte unsere Aufmerksamkeit haben, dann können sie uns verwandeln, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das geschieht durch den Geist des Herrn. Heilige sie durch dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Die Wahrheit hat die Kapazität, jeden Menschen in das charakterliche Ebenbild von Jesus Christus zu verwandeln. Unter einer einzigen Voraussetzung, die Willigkeit, andauernd sich diesem Bild auszusetzen und darauf zu schauen. Wenn Bibellesen mehr ist als einfach nur, ich will wissen, was die Bibel sagt. Wenn Bibellesen mehr ist als einfach nur, mich interessiert, was alte Schreiber früher gedacht haben. Wenn Bibellesen mehr ist als nur, ich möchte irgendwelche Fehler finden. Wenn Bibellesen das ist, was es eigentlich sein soll. Das Nachdenken über die Wahrheit Gottes, sodass die Wahrheit Gottes uns verwandeln kann, sodass wir in unserem Charakter, dem Charakter Jesu, immer ähnlicher werden. Wenn das Ziel und der Zweck des Bibellesens ist, dann ist Bibellesen genau dort, wo es hingehört. Das ist aber absolut genau das, wozu Bibellesen uns gegeben worden ist. Und das kann jeder. Das kann absolut jeder. Jeder Mensch kann sich Zeit nehmen, um die Bibel zu betrachten, mit dem einzigen Ziel, so zu werden wie Jesus. Und wenn das unser Ziel ist, beim Bibellesen, werden wir Dinge erkennen, von denen wir heute noch nicht mal geträumt haben. Dinge, die unser Leben so wunderbar, so vielfältig, so fantastisch verändern werden, dass wir nicht jetzt glauben können und möchten, dass das möglich ist. Die Bibel hat die Kapazität, aus ihrem Leben ein Leben zu machen, in dem Menschen sagen, das sieht ja fast so aus wie bei Jesus. Das, was er tut, das, was er sagt, das, was sie denkt, so wie sie handelt, ich kann darin Jesus sehen. Heilige sie durch die Wahrheit. Die schrittweise Veränderung unseres Charakters durch ein fortgesetztes Nachdenken über das Wort Gottes. Zum Abschluss möchte ich mit Ihnen einen Gedanken teilen, den der Psalmist im Psalm 1, Vers 1 bis 3, nahegelegt hat. Im Psalm 1, Vers 1 bis 3, sagt uns die Bibel: Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder,
noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Wollen Sie so sein? Wollen Sie, dass alles, was Sie tun, wohl gerät? Dass Sie Erfolg haben in allem, was Sie tun? Geistlich gesehen? Aber auch in jedem anderen Bereich des Lebens? Der entscheidende Schlüssel dazu ist, über das Gesetz Gottes nachdenken, Tag und Nacht. Das hat die Konsequenz, dass wir dann nicht mehr da sitzen, wo die Sünder sitzen, wo die Spötter sitzen, dass wir nicht mehr dem Rat der Gottlosen folgen, sondern weil wir Lust haben am Gesetz des Herrn. Wie ist es möglich, sich ständig mit der Bibel zu beschäftigen, gedanklich und durchlesen? Dadurch, dass man Freude daran empfindet. Diese Freude wünsche ich Ihnen. Wollen Sie Erfolg haben in Ihrem Leben? Wollen Sie die Bibel so lesen, dass sie einen völligen Einfluss auf Ihr Leben hat? Dass Ihr Denken in das Denken Gottes umgewandelt wird. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gottes Wort hat die Kapazität dazu. Gottes Wort kann das tun unter der einen Voraussetzung, dass Sie sich die Zeit nehmen, immer wieder sich mit den gleichen Geschichten zu beschäftigen, immer wieder das zu wiederholen, was Sie bereits gelernt haben und weiter zu forschen. Und wenn Sie Qualität und Zeit in diesem Wort suchen, mit Ausdauer immer wieder das Gleiche anschauen, werden Sie verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ist das Ihr Wunsch? Fangen Sie am besten heute damit an. Gott segne Sie.